Oh mein Gott, Sony hat es wirklich getan. Sie haben tatsächlich die Konsole gezeigt. Und ich verlose eine PS5-Konsole. Wenn ihr sie gewinnen wollt, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Aloha PlayStation-Freunde, bis zur letzten Sekunde habe ich ja noch daran gezweifelt, ob sie die PS5 jetzt wirklich zeigen oder nicht. Im Vorfeld des Events hat Sony ja nur gesagt, dass sie die PS5-Spiele zeigen möchten, von der Konsole hingegen war nicht die Rede. Da die Produktion der Konsole aber bereits vor einiger Zeit begonnen hat, war die Gefahr von Leaks wohl aber letztlich dann doch zu groß, um uns noch länger auf die Folter zu spannen. Und tja, was sagt man dazu? Das Design der Xbox Series X hat ja nicht nur positive Resonanz erfahren dürfen. Und versteht mich nicht falsch, die PS5 sieht definitiv richtig nice und schön futuristisch aus. Aber auf den ersten Blick hatte ich absolut keinen Schimmer, wo ich das Ding in meinem WG-Zimmer hinstellen soll. Ich bin mir sicher, dass das nicht nur bei mir zu Problemen führen dürfte, wenn man die Konsole nicht hinlegen kann. Tatsächlich hat Sony aber in dem Zusammenfassungstrailer ganz am Ende des PS5-Events gezeigt, dass man die Konsole auf den kleinen runden Ständer auch hinlegen kann, Gott sei Dank. Die nächste Überraschung war dann, dass es zwei unterschiedliche Versionen der Konsole gibt. Eine Sekunde lang dachte ich schon fast, dass sie direkt zum Launch eine Pro und eine normale Variante veröffentlichen würden. Dem ist aber nicht so. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass die eine Konsole rein digital betrieben wird, während die andere auf Blu-rays lesen kann. Auf den ersten Blick erschließt sich mir noch nicht so ganz der Sinn von der Blu-ray-Variante. Klar, man kann sich die Spiele dann ins Regal stellen, aber Fakt ist, dass Sony vor einiger Zeit gesagt hat, dass die PS5-Spiele nur laufen, wenn sie vorher auf die SSD kopiert werden. Und die SSD der PS5 ist mit 825 GB ohnehin relativ klein geraten, sodass man Spiele temporär auf eine externe Festplatte auslagern müssen wird. Sagt mir gerne in den Kommentaren, falls ich hier etwas übersehen habe. Auf der Front der PS5 erkennt man bei genauerem Hinsehen übrigens einen USB-A und einen USB-C Anschluss. Interessanter Move seitens Sony, beide USB-Generationen zu unterstützen. Zum Ende des PS5-Hardware-Trailers wurde noch eine Fernbedienung gezeigt, was darauf hindeuten könnte, dass Sony mit der PS5 nochmal stärker Richtung Media Center geht. Clever dann von Sony jedenfalls, das nicht extra zu betonen, man hat ja bei der Xbox One schon gesehen, wie gut sowas bei der Gaming-Community ankommt. Nichtsdestotrotz erwarten am Ende dann aber doch alle, dass die PS5 auch gängige Streaming-Anbieter unterstützt, insofern ist das wohl durchaus sinnvoll. Das Pulse 3D-Headset ist vermutlich für das neue 3D-Audio-Feature optimiert, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich einen großen Vorteil gegenüber normalen, regulären Headsets bieten sollte. Aber genug zur Konsole, lasst uns noch einen kurzen Blick auf die Spiele-Highlights werfen. Und hier kann Sony mächtig punkten. Spider-Man, Gran Turismo, Ratchet & Clank, Sackboy, Hitman, Resident Evil, Horizon, Demon's Souls, Deathloop und Project Athia. Das Line-Up der PS5 sieht richtig, richtig stark aus, auch wenn wir momentan noch nicht genau wissen, welche Spiele letztlich dann bereits zum Launch der Konsole verfügbar sind. Spider-Man Miles Morales sieht unfassbar gut aus und ein neuer Spider-Man-Ableger war nach dem Erfolg des letzten Spiels auch zu erwarten. Besonders viel hat man von dem Spiel leider noch nicht gesehen. Die Gerüchte vorab, dass die Entwicklung noch nicht besonders weit vorangeschritten sei, kann aber getrost verworfen werden, denn immerhin wurde der Release auf Weihnachten dieses Jahres angesetzt, somit könnte Spider-Man Miles Morales tatsächlich ein Launch-Titel werden. Ratchet & Clank Rift Apart hat uns ebenfalls sehr gut gefallen. Allerdings haben wir etwas Sorge, dass die Entwickler es hier ein bisschen zu sehr darauf anlegen, das technische Potenzial der PS5 auszureizen, denn das Spiel wirkte in dem Trailer und darauf folgendem Gameplay doch ziemlich unübersichtlich. Sehr schön aber, dass man hier tatsächlich richtiges PS5 Gameplay gezeigt hat, das war immerhin ein Punkt, der bei Microsofts Konferenz stark bemängelt wurde.
Demon's Souls wird aktuell sehr gehypt. Es ist jedoch noch unklar, ob das Spiel PS5-exklusiv sein wird oder nicht. Die PC-Community wäre darüber wohl wenig erfreut, da die Fans hier schon sehr lange auf dieses Remake gehofft haben. Bethesdas Deathloop sieht nach einem total spaßigen Shooter aus, allerdings auch etwas underwhelming, was das grafische Potenzial anbelangt. Die Rewind-Technik lässt vermuten, dass man hier im Spiel wohl des Öfteren respawnen wird. Da schwingen für mich persönlich so ein bisschen die Hotline Miami-Vibes mit. Abgeschlossen wurde Sonys Konferenz wie erwartet mit einem Trailer zu Horizon Forbidden West. Auffällig war hier die detaillierte Spielwelt, die wohl dank der SSD nochmal abwechslungsreicher wirkte als im Vorgänger. Insgesamt hat uns die Präsentation sehr gut gefallen. Sony hat netterweise auch kleineren Studios eine Plattform geboten, auch die Indie-Spiele sahen zum Großteil vielversprechend aus. Und Sony sagt, man habe noch viel mehr zu zeigen. Insofern sind wir gespannt, was da noch alles vor dem Launch kommt. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um nichts zu verpassen. So, wenn ihr genauso hyped seid auf die PS5 wie ich, dann schaut unbedingt bei uns im PS5-Forum vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen News und Gerüchte, könnt unsere PlayStation-Community über die PS5 ausfragen und wir verlosen sogar eine PS5-Konsole, die ihr direkt zum Launch gewinnen könnt. An dem Gewinnspiel könnt ihr heute noch mitmachen. Die Seite, auf der das PS5-Forum läuft, heißt übrigens Forum. Und Forum ist ein deutschsprachiges Internetforum, das ich in den letzten Jahren komplett selbst entwickelt habe. Deswegen würde ich mich wirklich sehr über euren Besuch freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns auf Forum und im nächsten Video zur PS5 hier auf dem Kanal. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch Sonys Präsentation gefallen hat. PS, abonnieren nicht vergessen. Stay psyched. Ich bin raus. Macht's gut.